Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Studierende und auch liebe Freundinnen und Freunde der Europas. Ich freue mich, Sie hier gleich sagen, mit mehreren Hüten auf dem Kopf begrüßen zu können zu dieser Veranstaltung Sicherheit in und durch die Europäische Union. Also es soll heute Abend um den Beitrag der EU im Kontext Terrorbekämpfung gehen. Ich habe gesagt, ich begrüße Sie mit mehreren Hüten auf. Ich möchte Sie nämlich zunächst einmal ganz herzlich im Namen der Universität Tübingen hier begrüßen. Ich möchte Sie aber auch herzlich im Namen der Europa-Union Deutschland, des Kreisverbandes begrüßen. Die Europa-Union ist ein überparteilicher Verband, der sich für die Förderung der europäischen Idee einsetzt. Ich möchte Sie auch begrüßen im Namen der JEF, das sind die jungen Europäer, die diese Veranstaltung auch mittragen, sowie auch das Europazentrum Baden-Württemberg und natürlich ganz herzlich auch im Namen des Ministeriums der Justiz und für Europa. Mit den Ministerien zusammen findet diese Veranstaltung in Kooperation statt. Ich möchte auch nochmal da besonders auch dann für die finanzielle Unterstützung des Ministeriums danken. Die Veranstaltung heute Abend, die Podiumsdiskussion, ist das Ende einer Vortragsreihe, die im Ende April begonnen hat. Da hat hier Klaus Hensch gestanden, der 30 Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments gewesen ist und auch mal Präsident des Europäischen Parlaments gewesen ist. Und wir haben dann im Laufe des Semesters in verschiedenen Veranstaltungen und verschiedenen Aspekte der Entwicklung der Europäischen Union, des Einigungsprozesses gewidmet. Heute Abend soll es eben um die Frage der inneren Sicherheit gehen, die man aber sozusagen innere Sicherheit gar nicht mehr als innere so definieren kann, sondern innere und äußere Sicherheit gehören damit eng zusammen und die Kooperation mit Europa gehört eng zusammen. Ich will aber da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich will nur also nochmal ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen und darauf hinweisen, dass wir von Seiten der Europa-Union, Kreisverband unter diesem Motto Chance Europa auch derzeit planen im Wintersemester wieder einzelne Veranstaltungen, sicherlich nicht eine Sechserreihe zu machen. Also kein Sixpack, wenn man so sagt, in der Sprache der Umwelt, eher nur ein Two-Pack zu machen, aber jedenfalls wird es auch im Wintersemester weitere Veranstaltungen geben. Herzlichen Dank und mit Ihnen jetzt mal eine anregende Diskussion. Und ich gebe das Wort zunächst an Herrn Minister Böll weiter. Schön, dass Sie da sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser, ich finde, besonders bemerkenswerten und interessanten Veranstaltung, die auch ein besonderes Interesse für europäische Angelegenheiten zum Ausdruck bringt. Wir sind schon gut beraten, jetzt gerade in dieser Zeit, in der auch sehr viele Europaskeptiker unterwegs sind, uns immer wieder auch positiv mit Aspekten Europas zu befassen und das auch selbstbewusst nach außen zu tragen. Lassen Sie mich ein paar einführende Worte sagen. Als Ende Februar in Heidelberg ein Auto in eine Menschenmenge rast, werden viele Baden-Württemberger gedacht haben, oh Gott, ein Terroranschlag, nun auch hier bei uns. Es stellte sich dann zwar heraus, dass der Vorfall keinen terroristischen Hintergrund hatte, es zeigt aber, dass auch wir in Baden-Württemberg verletzlich sind. Nichts tun ist keine Option. Aber was können wir tun? Wie können wir dem Terrorismus in Deutschland und in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union begegnen? Welche Maßnahmen müssen wir ergreifen? Der Terrorismus ist in Europa leider keine neue Erscheinung. Seit den Bombenanschlägen von Madrid im Jahr 2004 hat es in Europa mehr als 30 Terroranschläge gegeben
Manchester, London, europäische Metropolen, die der Terror erreicht hat. Auch Deutschland blieb nicht verschont. Die Bilder des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 2016 mit vielen Toten und Verletzten haben sich nicht nur bei mir ins Gedächtnis gebrannt. Wie können wir solche Anschläge verhindern? Welchen Herausforderungen müssen wir uns in Europa, aber auch ganz speziell in Deutschland, in Baden-Württemberg in diesem Zusammenhang stellen? Lassen Sie mich drei Problemfelder umreißen. Ein großes Gefährdungspotenzial geht erstens von den mehr als 930 Personen aus, die sich von Deutschland aus in die Kampfgebiete in Syrien und im Irak begeben haben. Sie sind Ihnen vielleicht unter dem Begriff Foreign Fighters bekannt, aber was sind das für Personen? Es sind Personen, die hier sozusagen zu Hause radikalem Gedankengut begegnet sind und zu terroristischen Zwecken ins Ausland reisen. Dort wollen sie Teil des Dschihad werden, dort sind sie manchmal der besonders radikale Kern terroristischer Miliz. Für uns noch gefährlicher werden diese Personen, wenn sie sich dann oftmals nach einer intensiven Terrorausbildung in einem Terroristencamp entscheiden, nach Hause zurückzukehren. Eine weitere Herausforderung für die Sicherheitslage in Deutschland und Europa ist zweitens die anhaltende irreguläre Migration. Wir wissen schlichtweg zu oft nicht, wer zu uns kommt, mit welchem Hintergrund und welcher Intention. Wir können dann meist auch nicht sagen, wo sich diese Personen aufhalten. Und drittens führt schließlich die zunehmende international agierende Kriminalität dazu, dass sich die Sicherheits- und Bedrohungslage in Europa verändert. Nur wenn wir vielleicht in der Öffentlichkeit weniger über die Aktivitäten der Mafia oder andere Formen der organisierten Kriminalität hören, heißt es leider nicht, dass diese Strukturen verschwunden sind. Ganz im Gegenteil. Meine Damen und Herren, diese wenigen Beispiele zeigen, es handelt sich nicht nur um eine Verschlechterung der deutschen Sicherheitslage, es handelt sich vielmehr um ein gesamteuropäisches Problem. Ein Problem also, das wir nur gemeinsam und durch ein konzertiertes Zusammenwirken auf europäischer Ebene bewältigen können. Deutsche Sicherheit und europäische Sicherheit gehören zusammen. Bereits die Anschläge vom 11. September 2001 in New York haben gezeigt, dass einzelstaatliches Handeln gegen Terrorismus zu kurz greift. Der Kampf gegen den Terror ist deswegen seit damals ein vorrangiges Ziel aller Staats- und Regierungschefs in der EU. Und seit damals gibt es auch den Europäischen Aktionsplan für den Terrorismusbekämpfung. Dieser Aktionsplan enthält ca. 150 Einzelmaßnahmen, die erstrecken sich unter anderem auf die Bereiche Polizei, Visumpolitik, Grenzschutz, die Außenpolitik, den Bevölkerungs- und Gesundheitsschutz sowie die Luft- und Seesicherheit. Als Folge der Anschläge in Madrid 2004 und in London 2005 wurde von der Europäischen Union zusätzlich eine Strategie zur Terrorismusbekämpfung entwickelt, die auf vier Säulen setzt: Prävention, Schutz, Verfolgung und Reaktion. Gleichzeitig setzen wir auf die Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Einrichtungen. Und wir setzen auf den Informationsaustausch zwischen Polizei und Sicherheitsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck wurde der Europäische Informationsverbund ausgebaut. Er sieht eine EU-weite Übermittlung und den Austausch von Informationen zwischen den Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten vor. Dem gleichen Zweck dient auch das Europäische Zentrum zur Terrorismusbekämpfung. Diese Plattform ermöglicht gleichzeitig eine Verstärkung der operativen Zusammenarbeit zur Überwachung und Ermittlung
von terroristischen Kämpfen. Mit dem Europäischen Polizeiamt Europol haben wir zudem eine zentrale Schaltstelle für den polizeilichen Informationsaustausch auf EU-Ebene. Die Strukturen für die Zusammenarbeit in Europa sind also vorhanden, aber vielleicht müssen sie sich manchmal noch einspielen. Vielleicht müssen manche nationale Besonderheiten noch fit für die neue und etwas schwieriger gewordene Zeit gemacht werden. Wir in Baden-Württemberg haben schon früh und ziemlich intensiv uns mit den Herausforderungen des Terrorismus beschäftigt. So gibt es ein ausdifferenziertes System an Maßnahmen zur Identifizierung islamistischer Bedrohungen. Damit einhergeht und gehen die Antiterrorpakete der Landesregierung mit dem zuletzt 2016 erlassenen Antiterrorprogramm Freiburg besondere Schwerpunkte in der Terrorismusbekämpfung gesetzt. Auf seiner Grundlage wurden insbesondere neue Stellen bei Polizei und Landesverfassungsschutz geschaffen und erhebliche Sachmittel zur Verfügung gestellt. Bewährt hat sich schließlich auch ein Informationsaustausch über Verbindungsbeamte in den Grenzregionen, der durch eine Vielzahl an bilateralen Polizei- und Justizverträgen mit den angrenzenden Ländern ermöglicht wird. Dass diese Maßnahmen, die in der Vergangenheit in diesem Bereich ergriffen wurden, auch Wirkung entfalten, nicht nur der Beruhigung der Bevölkerung dienen, lässt sich abschließend an einigen Beispielen gut belegen. Denn die letzten Jahre waren nicht nur von schrecklichen Anschlägen geprägt, allzu leicht in Vergessenheit gerät, dass auch zahlreiche Anschläge im Vorfeld aufgedeckt und verhindert werden konnten. Im Februar 2016 kommt die Polizei einer mutmaßlichen Terrorzelle auf die Schliche und schlägt zeitgleich in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu. Im Juni 2016 nehmen Spezialkräfte der Polizei drei mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Brandenburg fest. Bereits 2011 nehmen Ermittler in Düsseldorf drei mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder fest, die einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant hatten. Die jungen Männer wurden zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Das sind Erfolge unserer Sicherheitsbehörden und das sind vor allem Erfolge der Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Europa und darüber hinaus. Ohne diese Zusammenarbeit ist eine funktionierende Terrorabwehr heute nicht mehr vorstellbar. Ein Deutschland, das alleine stünde, wäre ein Deutschland, das nicht mehr sicher ist. Meine Damen und Herren, Sicherheit in Europa ist deswegen heute immer auch Sicherheit durch Europa. Das breite Spektrum an Instrumenten, das die EU geschaffen hat, muss von den Mitgliedstaaten allerdings auch konsequent angewandt werden und diese Instrumente müssen dauernd überprüft, fortentwickelt und ergänzt werden. Nur dann bleiben wir auf der Höhe der Zeit. Nur dann geben wir unseren Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden die modernsten Mittel in die Hand, um uns zu schützen. Ein starker Staat ist auch für mich in meiner politischen Rolle kein Schreckgespenst, sondern eine Notwendigkeit. Denn wenn wir die Sicherheit unserer Bürger nicht mehr verteidigen können, dann haben wir auch aufgehört, unsere Freiheit zu verteidigen. Dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, um diese Veranstaltung und der Diskussion zu folgen, das zeigt mir, dass es Interesse an diesen Fragen gibt. Dafür danke ich Ihnen herzlich und wünsche uns jetzt einen interessanten Abend. Danke.